Es soll ein spektakulärer Kampf in eurer Dungeons & Dragons Kampagne werden, aber irgendwas fehlt. Hier ist Teil 2 von Wie macht ihr eure D&D-Kämpfe noch spannender? Verknüpft Geschehenes mit den Würfen. Euer Gegner hat einen blutigen Arm aus der Vorrunde, wirft dann ziemlich schlecht. Warum trifft er nicht? Natürlich, weil er den Arm nicht mehr richtig halten kann. Oder euer Gegner ist super motiviert, weil ihr seinen besten Freund gerade abgeschlachtet habt und krittet euch deswegen. Sowas kann den Kampf lebendiger machen, genauso wie eure Gegner sprechen zu lassen. Was ist die Motivation eines Feindes? Lasst ihn genau das zum Ausdruck bringen, sodass euer Spieler auch eine Bindung zu dem Gegner, den er gleich dem Kopf abschlagen wird, aufbauen darf. Und jetzt ganz wichtig für jeden Dungeon Master, lasst eure Spieler entscheiden, wie der Kampf ausgeht. Nicht jeder Kampf muss mit dem Tod des Gegners enden. Wollt ihr ihn gefangen nehmen, verhören? Das kann in eurer Story ganz neue Twists und Bindungen aufbauen und vor allen Dingen auch moralische Dilemma auslösen. Und glaubt mir, es macht unglaublich viel Spaß, mit den Gefühlen der Spieler zu spielen. Wenn euch solche Videos helfen, guckt gerne bei Quest.de vorbei und folgt, um nichts mehr zu verpassen.